Herzlich willkommen wieder, liebe Leute, zu Until Dawn. Part 7 mittlerweile schon und wir sind schon in Kapitel 8. Und ja, also sehr spannend und schauen wir gerne weiter. Ja, im letzten Part ist es ja dann gesteckt, also. Und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ja, ich weiß nicht, was da war. Auf jeden Fall, jetzt geht's weiter. Zurück! Gott verdammt! Wir sind zurück, der Chile. Wir sind weg hier! Yeah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh. Erwischt. Jawohl. Geil. Und ja, es ist wirklich voll geil, also Kapitel 8 dürfte gleich auch bald fertig sein. Nice! Sehr cool. Oh Gott sei Dank, bitte lass mich rein, schnell! Oh mein Gott, was ist passiert? Hier, wir müssen weg. Das Ding war direkt hinter mir. Los, 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 los! Irre. Oh mein Gott, Mike. Leute, Gott sei Dank! Wo wart ihr so lange? Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Leicht untertrieben. Chris, wo ist der Flammenwerfer-Typ? Ist er etwa tot? Oh nein. Was ist passiert? Das Ding hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Oh Gott. Okay, sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das also wirklich ist so spannend. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Ich denke vielleicht zwei Parts noch. Sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine... Oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll. Toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann... Ist sowieso aus. Was ist das wohl? Ja. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Eben. Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Was? Scheiß drauf. Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist es? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl mit getrocknetem Blut überall, als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen.
Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Was ist das? Ash. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da ist gar nichts. Es hat mich gebissen. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh. Ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat. Ich weiß, was ihr jetzt denkt, und es ist nicht. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily, wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Das ist doch lächerlich. Er sagt ja, wenn man jemand anderen isst, oder nicht? Das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss, dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Mike. Du musst gehen. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn! Emily, du kannst nicht bleiben. Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Ich habe gesehen, was diese Bestien anrichten. Und ich will das nie wiedersehen. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Boah. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass dein Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Wow, okay. Wow, wow. Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, M. Mike, bitte. Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Nein. Nicht für uns. Ich tu das nicht! Es tut mir so leid. Ja, muss ich. Ihr seid jetzt sicher. Oh. Ein Schutzraum, Leute. Ich musste es tun. Okay. Ich hol den Schlüssel von Josh. Und dann... Boah, das ist so schwierig. Ihr seid hier sicher. Es ist vorbei. Vorbei. Hey, was war da draußen los? Das willst du nicht wissen. Hey, bist du okay? Er war vor mir und... Der Flammenwerfer-Typ? Ja, der schräge Vogel. Er hat sich umbringen lassen. War es der Wendigo? Ja. Ja. Da hat er definitiv keinen Mist erzählt. Oh, scheiße. Wie sah er aus? Wie ein Mensch, aber er war deformiert irgendwie. Er muss unter Kontrolle gebracht werden. Ja, er wurde von vielen Jahren selbst Zeuge davon. Der Kerl ist ja richtig besessen. Also, so Jagdgründe waren das. Eieiei, ja. Sie verändern sich. Schärfer als auch dunkler. Oha. Mutation des Menschen. Die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Boah. Biss, ein anderer wird doch der Biss harmlos. Boah. Oh, nein. Was ist denn? Was steht da? Geschehen. Hier steht, dass der Biss
Wenn du dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. Scheiße. Scheiße. Oh, oh shit. Ash, und gut, Ash. Das konntest du nicht wissen. Scheiße. Shit, shit, shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Ja. Oh, Joshua. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Boah. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum hast du sie verletzt? Es bist du selbst, den du verabscheust. Du hast es doch schon zugegeben. Beides deppert, aber... Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwestern. Sie hatten nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Ein Spiel, ja. Das ist das Kranke. Aber es war ein Spiel, das dich zu einer deiner größten Ängste geführt hat, Joshua. Vor dir liegt jetzt etwas Schlimmeres als der Tod selbst. Kapitel 9, Karma. 2 Stunden bis zum Morgen. Das Karma schlägt oft zurück, gell? Puh, also Kapitel 8 bis 9 jetzt, würde ich sagen. Richtig krank. Und Part 7. Es ist schon super cool gemacht und super heftig, oder? Liebe Leute. Gern Bewertungen, Abo da, Kommentare. Abo bei Interesse, ne? Wisst ihr.
richtige Scheiße. Mhm. Was laut sagen? Wo sind die Wölfe hin? Verlust-Totem. Shit. Menü, Mike. Menü, Schmett. Menü, Mike. Status. Geht dich nichts an. Menü, Schmetterlingseffekt. Wer brett gefahrt zusammen? Aus nächster Nähe. Aber ich schon sehr weit. Zurück, Kreistaste. Aus nächster Nähe. Menü, Totems. Taste, von Emily in der Mine gefunden. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Von Mike im Sanatorium gefunden. Mhm. Braune Schmetterlinge sagten Tragödien vor. Menü, Schmetterlingseffekt. Sei der Verb gebissen. Zurück, Kreistaste. Ja. Eine zweite Chance. Zurück, eine zweite Chance. Menü, Menü, ja. Unbekannte, Hinweise. Taste, 5. Taste, Taste, 13. Taste, also ich habe echt schon sehr viel. Taste, Taste, 20. Menü, 1952, Hinweise. Taste, ja, das habe ich, genau. Taste, 21. Taste, 2 und Taste, Menü, die Zwit, zurück, Kreistaste. So viele Wege. Großer Gott. Ui. Evelyn. Charles, Adam, ja. So, okay, das ja interessant trotzdem. Also das war jetzt ein bisschen ein Bonus. Was geht eh nicht weiter? Aufgemacht.
Also muss es doch was geben noch. Oder nicht? Oder nicht? Das ist ja nicht gegangen vorher. Ah, da geht's auf vielleicht, hm? Wahrscheinlich. Puh. Soll das so? Wahrscheinlich. Fehlen nur noch Mistgabel und Pöbel. Yeah. Muss reichen. Ja, cool. Was willst du mehr? Es ist schon sehr spannend gemacht, sehr geil, ne? Hm? Menü, Mike, Menü, Menü, Totems. Taste, Taste, Taste. Aber auch schon einige. Sanatorium gefunden. Menü, Menü, 1952, Hinweise. Taste, 13. Taste, 23. Taste, zurück, mhm. Kreistaste. Gibt's nichts? Oder bin ich jetzt zurückgegangen? Das haben wir auch schon geschaut. Was ist jetzt noch? Da war ja auch oben.
Und hupst du nochmal oben? Mein Gott. Was wollen sie? Da? Ist da neben was? Ich kann nicht oben gehen. Aha. Achso, das habe ich auch schon gehabt. Das ist ja nur das Bild. Das habe ich auch schon gehabt. Exit rechts. Da unten war ich auch schon. Was ist denn jetzt los? Come on. Im Kreis wird nicht besser, huh? Pause Menü. Taste, Taste, verlasst Menü, Spiel beenden. Möchtest du Pause Menü? Und dann tauchen wir nochmal weiter. Menü, Hauptmenü. Vielleicht geht's, weiß ich nicht, wo es gespeichert wird, vielleicht hilft's. No? Da hat es gespeichert. Aha, ja gut, da habe ich aber eh schon alles. Ja, wo ist es denn dann, das, wo es weitergeht? Was weiß ich denn? Weißt du? Da? Nein. Lol. Ah ja. So simpel, huh? Naja. Gut, das waren jetzt sicher 10 Minuten. Oh, okay, konzentrieren. Obwohl, wir dann. Genau, nix tun. Hey. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Ja, ja. Ganz brav. So, Kumpel, du kommst mit mir. Cool. Okay, hier ist der Plan. Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben, direkt raus aus der Mine. Kriegen wir das hin? Kannst nicht besser sagen. So ist's brav.
Also es ist sogar sehr aufregend, sehr cool gemacht, sehr spannend. Jo. Oh Scheiße. Was denn? Okidoki, Mann, ganz ruhig. Au. Wäre ich bloß so gelenkig wie du. Ich glaube, ich sitze... Okay, versuchen wir es. Aha. Super. Cool. Du Maschine. Gesehen? Ich hab's auch drauf. Oder, Wolfi? Oh Gott, jo. Sie müssen tot sein, Erfrierungen. Boah. Jo. Ja, aber echt. Ja. Fuck, Mann. Das ist wirklich ekelhaft. Ja. Das stimmt. Mehrere Wege. Ist der richtige dann? Oder? Gehen wir mal einen Hundeweg. Ich weiß es ja noch. Ui. Aha. Hi, Wazi. Was geht? Das ist ja noch recht. Oh! Wie ist das Scheißvieh? Scheiße. Scheiße, fuck, fuck.
Ja, gehen wir grad, ne? Ja, wurscht. Keine Ahnung. Hi. Feuer. Oh nein, nein. Fuck, das kann echt nicht sein. Was denn? Der ist wieder zurück. Knopf. Geh. Das ist so schwer. Super. Merk, fressen die sich oder bissen halt. Ey, die Jazz. Lebt der auch noch? Aber ich komm. Mike muss dann eben warten. Aber echt. Was ist denn das? Wieso bist du jetzt nicht weitergegangen, Mädel? Ich weiß nicht, was da wieder was war, aber. Hinter sich verschlossen, Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ah ja. Halt. Hey, was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Nee. Na, siehst du. Oh Gott.
Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Mhm. Und wer geht zuerst? Immer der, wo fragt, hä? Huh? Gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Chris, du bist zwar verletzt, aber beeil dich, okay? Ich versuch's ja, Ash. Hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Jo. Und so leicht wäre, ne? Hi. Cool. Und die anderen jetzt? Schau voraus. Huh? Gruppe, oder? Machen wir mal. Oh Gott! Wo ist die Gruppe? Menü, Ashley, Status. Menü, Schmetterlingseffekt. Wer Oha, hab ich auch schon bald alle. Zurück. Zurückgelassen. Mit Menü, der und Menü, 1952. Hinweise. Taste, 24. Taste. Habe ich schon recht früh, hm? Kreistaste. Oh mein Gott, endlich, ich hatte eine Scheißangst. Das sind wir auch. Mhm. Da. Oh nein. Wow, toll. Die Leiter ist hin. Wir schaffen es niemals darauf. Nein, nein, ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Hm. Ich klettere weiter. Geh du zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück. Mhm. Ui. Ist das der Josh? Nee. Oder? Sam. Oh, das heißt, du musst jetzt gut aufpassen. Geschafft. Ja, aber echt. Ich hab's voll drauf.
Ja. Hi. Alles klar. Okay. Das ist schon sehr gruselig, ne? Das Viech, ja? Oder? Fieberzahl? Okay. Wo lang? Dann gehen wir halt grad. Weiß ich nicht. Oder? Hallo? Aha, also was falsch. Gehen wir jetzt links. Sehr, sehr cool gemacht. Also, ich sage, Grafik ist schon cool, aber kann schon viel krasser sein, gell? Bin jetzt im Kreis gegangen, oder? Verdächtig ruhig. Sagen wir es auch. Oh. Stark. Starkes Mädchen. Shit. Mhm.
Jawohl! Jawohl! Bumsi! Hast du Marshmallows? Ja. Oha, das war aber gut. Bis jetzt, glaube ich. Wow. Alles okay? Definiere okay. Lebendig zum Beispiel. Mhm. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Okay. Kapitel 10. Auflösung. Eine Stunde bis zum Morgen. Das ist der Josh, oder? Geisteskrank, wa? Wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Ja. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt. Die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Volks! So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen! Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Was ist so krank? Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nein. Nein, 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 schon wieder. Hold up! Hold up! Oh, lasst mich in Frieden! Nein, ihr seid tot! Wow. Ihr seid tot! Seid still! Oh nein, ihr seid tot! Josh! Es ist noch nicht fertig. Nein. Oh, sie werden begeistert sein. Sie werden es lieben, wenn es fertig ist. Ich muss mir nichts von euch befehlen. Okay, okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Bisschen krank, ha? Menü, Schmetterlingseffekt. Gefahr erkannt, zurückgelassen. Zurück, zurückgelassen. Menü, zurück, Kreistaste. Also schon ein bisschen irre langsam, ne? Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nein. Oh Gott. Nein, 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 nicht nochmal. Wow. Also.
Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich will nicht, dass ich sterbe. Ich schwör's. Ich schwöre, ich hab euch gesucht. Alter. Das ist irre. What the fuck? Nein, 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 nicht lassen. Ich nehme keine Befehle mehr an. Nein! Nein! Warum tut ihr das? Lasst mich in Ruhe! Warum tut ihr das? Warum hast du uns nicht gerettet? Du bist tot! Wolltest du unseren Tod? Oh! Unfassbar, das Ding. Ja. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Abo, dann Kommentare, Bewertung bei Interesse. Es ist einfach irre. Ich glaube, ich nenne den Vater. Und vielleicht ist der nächste schon der letzte, aber es war einfach, also jemand bis jetzt, irre, super, die irre. Venios eingefangen, hat sie hübsch mit Fesseln verschnürt, habe ich krankes Zeug entdeckt. Wow. Durch die Explosion muss ich sie befreit haben. Sauber gemacht. Wir sind fast da, beim Versteck. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht, ich habe plötzlich so ein schreckliches Gefühl. Also euer Battle, danke, tschüss.